Ich habe im Herzen etwas zu dem Thema Pfingsten und Schavott zu sagen. Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen, und wie wünschte ich, es wäre schon angezündet. Sagt Jesus in Lukas 12. Jesus sagt, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Feuer ist das Element der Gegenwart Gottes. Wisst ihr, im Alten Testament hat Gott uns 7 Feste genau beschrieben. Er hat gesagt, das sind meine Feste. Und die sind sehr präzise, terminlich und inhaltlich vom Herrn aufeinander abgestimmt. Das ist kein Zufall. Das sind nicht irgendwelche Feierlichkeiten. Als Christen wissen wir das normalerweise relativ gut, was den ersten Step betrifft, nämlich Passa, beziehungsweise Ostern. Jesus, das Lamm, ist geschlachtet, das Blut wurde vergossen. Das ist für uns, wir durften aus unserem Land der Sklaverei, aus Ägypten, dem Land der Sünde, der Gebundenheit, durften wir raus. Das Blut wurde ans Holz gestrichen, ne? Und so weiter. Das ist der Weg in die Freiheit. Wie gesagt, es sind 7 Feste, was nicht ganz stimmt. Eigentlich sind es 7 plus 1. Da komme ich noch kurz drauf zu sprechen. Das sind die biblischen Feste. Da zählt zum Beispiel Purim oder Chanukka nicht dazu, weil die werden überhaupt von Gott gar nicht Mose gegenüber als Feste angeordnet, sondern die entstehen erst im Lauf der jüdischen Geschichte. Das sind gute Feste, alles wunderbar, aber das sind jüdische Feste, wohingegen es 7 wirklich biblische Feste gibt, wo Gott sagt, das sind meine Feste. Und zwar sind das Feste, wo Gott sagt, das ist eine ewige Ordnung. Und zwar geht es nicht darum, dass man die Feste so feiert als ewige Ordnung, sondern die Heilsgeschichte, die darin prophetisch enthalten ist, das ist die ewige Ordnung. Und das wollen wir mal ein bisschen betrachten. Wie gesagt, 7 Feste. Ich gehe die gleich mal ganz kurz durch. Das erste Fest ist das Passafest. Dann kommt das Fest der ungesäuerten Brote, diese Passawoche, Matzot nennt sich das. Dann ein ganz besonderer Tag, das Fest der Erstlingsfrüchte. Dann kommt, Pfingsten, Halleluja. Danach Rosh Hashanah oder der Drometentag oder der Tag des Schofarblasens oder Schofar. Das ist das Fest mit den meisten Namen. Dann der große Versöhnungstag, Yom Kippur, und zum Schluss das Laubhüttenfest Sukkot. Das sind die biblischen, von Gott höchstpersönlich angeordneten Feste. Die ersten 3, die hat Jesus erfüllt, als er gekreuzigt wurde, im Grab war und auferstanden ist. Und dann kommt Pfingsten, Schavuot, das ist auch erfüllt. Aber die 3 noch folgenden Feste, das war sozusagen die Frühlingsfeste, die 3 noch folgenden Feste, die sind im Herbst, die stehen heilsgeschichtlich prophetisch für das, was auf uns zukommt. Das ist das, was auf uns in absehbarer Zeit zukommt. Und das ist heilsgeschichtlich grandios, wenn man sich damit beschäftigt. Rosh Hashanah ist der Tag der Wiederkunft des Herrn. Der Drometentag, der Tag, wo die Posaunen erklingen. Aber darum soll es heute gar nicht groß gehen. Heute sind wir hier, um uns vor allen Dingen mit Schavuot zu beschäftigen. Die ersten 4 Feste, diese Frühlingsfeste und dieses Schavuotfest, sind erfüllt in der Vergangenheit. Jesus hat die erfüllt. Und die 3 noch ausstehen, wird er ganz genauso erfüllen. Amen. Das erste Fest ist das Passafest. Das ist der Startschuss. Da beginnt alles. Wie ihr alle wisst, ist es das Fest des Auszugs aus Ägypten, wo das Lamm geschlachtet worden ist in einer Familie und das Blut an diese Torpfosten gestrichen worden ist. Das ist
heilsgeschichtlich steht das für Bekehrung. Wir kommen eben raus aus der Bindung, raus aus dem Ägypten, dem Schmelzofen, wie es im Alten Testament heißt, hinein in eine Freiheit, die der Herr für uns hat. Das Blut, was vergossen ist, steht natürlich für den Opfertod Jesu. Dieses Passafest, oder wenn du dich damit beschäftigst, der Abend vorher, der Sederabend, ist gestopft voll mit Hinweisen auf Jesus, auf den Opfertod, auf das, was er getan hat. Okay, aus dem Sedermahl übrigens ist das Abendmahl 1:1 entstanden. Eigentlich kann man das Abendmahl nicht ganz wirklich verstehen, wenn man sich nicht mal mit dem Sedermahl beschäftigt, weil da steckt extrem viel drin, auch in der Abfolge und genau, viel tiefer, als wir das normalerweise so, wenn man es einfach so liest, erkennen können. Okay, zweitens, das war ja der Startschuss. Danach beginnt eine Woche der ungesäuerten Brote, wo die also eben Matzen essen. Und diese ganze Woche, die Passawoche, die steht für den Prozess der Heiligung. Du bist jetzt also aus dem Leben der Sünde und der Gebundenheit raus und okay, gehst in was Neues rein, in einen Prozess der Heiligung. Das alte sündige Leben Ägyptens bleibt sozusagen hinter dir und jetzt muss was passieren, bevor du dein verheißenes Land einnehmen kannst. Das ist ein Bild für die Reise in die Nachfolge. Dann gibt es einen ganz besonderen Tag. Das ist das dritte Fest. Das ist der Tag der Erstlingsfrüchte. Der ist eingebettet in diese Passawoche. Das ist nämlich der zweite Tag der Passawoche. Und dieser Tag ist sehr interessant, weil das ist das Fest, wo die Erstlingsfrüchte dargebracht werden. Und das ist genau der Tag, wo Jesus auferstanden ist. Also das ist das, was wir an Ostersonntag feiern. Ja, der Auferstehungstag. Das ist im Heilsgeschichtlichen, was Gott uns als Feste angeordnet hat, der Tag, wo die Erstlingsfrucht dargebracht wird. Und das ist sowas von logisch. Ja? Die Erstlingsfrucht, Jesus ist er, der Erstling, ja? Der Erstgeborene aus den Toten. Und ab diesem Tag, diesem zweiten Tag in dieser Woche, sozusagen ab Ostersonntag, sage ich mal, etwas salopp, ab dem Zeitpunkt beginnt eine gewisse Zählung, nämlich die sogenannte Omer-Zählung. Die zählen die 50 Tage lang. 7 Wochen. Und dann an dem nächsten Tag, am 50. Tag. Da werden wir gleich noch drauf eingehen. Also von diesem zweiten Tag, dem Tag der Auferstehung aus, weist etwas hin auf das nächste Fest, und das ist Pfingsten, das ist Schavuot. Die Juden nennen das das Wochenfest, wegen den 7 Wochen, Schavuot. Die Christen nennen das Pfingsten, das kommt von dem griechischen Begriff Hepentekoste, und das heißt der 50. Tag. Der 50. Tag ist also völlig eindeutig. Gut, dieses Fest, da geht es um Gottes Offenbarung. Da werde ich gleich noch viel zu sagen. Das nächste Fest, Fest Nummer 5 in diesem heilsgeschichtlichen Abriss, ist wie gesagt Rosh Hashanah, das Fest der Wiederkunft des Herrn. Das ist das nächste, was heilsgeschichtlich auf uns zukommt. Wir warten auf die Wiederkunft des Herrn. Wir warten auf die Wiederkunft des Herrn. Das ist etwas völlig Neues. Und wenn zum Klang der Posaune, wenn der erschallt, dann wird sich der Lauf der Menschheitsgeschichte dramatisch verändern. Doch damit ist nicht Schluss. Es gibt ja viele christliche Gruppierungen, für die ist dann Feierabend. Also irgendwie ist dann der Herr ist wieder da und dann ist Schluss. Aber die Bibel berichtet uns einen Haufen zusätzlich, was dann eigentlich auf uns zukommt. Das erste ist Yom Kippur. Kurz nach Rosh Hashanah ist Yom Kippur. Der große Versöhnungstag, der Tag der Bedeckung, wo die Sünden bedeckt werden. Im Judentum durfte ein einziges Mal im Jahr der Hohepriester ins Allerheiligste, sonst nicht. Und das war an Yom Kippur. Da war es ihm gestattet,
in einer ultra komplizierten Zeremonie einige Male in das Allerheiligste hineinzugehen. Das heißt, Yom Kippur steht für den Zugang zum Allerheiligsten. Der Deckel der Bundeslade, den nannte man oder nennt man den Gnadenthron. Wir haben heute völligen freien Zugang zum Thron der Gnade. Das heißt, da ist keine Trennung mehr, da ist keine Barriere mehr, der Vorhang ist weg, der Weg ist offen. Wir kommen mit aufgedecktem Angesicht direkt vor den Thron der Gnade im neuen Bund. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, zum Herrn zu treten, Eintritt in die Herrlichkeit des Herrn. Ganz real. Das ist Yom Kippur, was dann auf uns zukommt. Eintritt in die Herrlichkeit des Herrn. Wirkliche, echte Gemeinschaft mit Gott mit aufgedecktem Angesicht. Und damit ist auch noch nicht genug. Dann kommt das Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest ist einfach abgedreht. Das ist das längste Fest, das fröhlichste Fest, das lauteste Fest. Und es ist das Fest absoluter Freude. Ein richtiges Freudenfest. Es ist das Fest der Vollendung, das siebte Fest. Ganz unbeschwert. Und das Schöne ist, die Nationen der Welt sind eingebettet. Es ist ein Volk, ein Fest für alle Völker. Es ist etwas, wo die Nationen der Welt eingebettet sind. Deshalb schätzen wir die Arbeit von der ICRJ sehr mit dem christlichen Laubhüttenfest in Jerusalem, was sie veranstalten. Es ist grandios. Wenn du mal die Gelegenheit hast, da hinzufahren, tu es. So. Das ist zunächst das großartige Finale, das siebte Fest. Aber dann gibt es noch eine obendrauf. Dann gibt es den achten Tag von diesem siebten Fest. Das dauert nämlich 8 Tage. Und 8 ist immer, 7 steht für Vollendung, und 8 ist immer was Neues, neues Level, Neuanfang auf einem neuen Level. Und das ist da echt der Fall. Die haben einen 8. Festtag, der heißt Shemini Atzeret. Der Tag der großen Festversammlung. Und dieser 8. Tag, der steht für die himmlische Hochzeit. Das ist es, worum es bei der Braut Christi wirklich geht, dass sie zu diesem Tag durchkommt, zu Shemini Atzeret. Was interessant ist, im Judentum, die konnten mit dem Tag nichts anfangen. Bis zum heutigen Tag können die mit dem Tag nichts anfangen. Das ist ähnlich wie mit der Seder. Liturgie, da gibt es ein paar offene Punkte, wo die Juden nicht wissen, was soll denn das? Da gibt es diesen Kelch von Elia, wo man nicht weiß, was ist, und dann gibt es das Afikoman, das ist das Brot, was gebrochen worden ist, wo sie nicht wissen, was sie damit machen sollen und so weiter. Das ist ein bisschen komisch. Das tut sich erst im Neuen Bund offenbaren. Die messianischen Juden, die wissen, was das ist. Die haben das Verständnis dafür. Die feiern das Vollendete. Und so ähnlich ist das hier. Die Juden haben keine Ahnung, was mit diesem 8. Festtag ist. Sie wussten nicht. Die Rabbiner haben sich jahrhundertelang die Köpfe eingeschlagen, weil sie gesagt haben, was machen wir mit dem Tag? Sie hatten keine Ahnung. Und irgendwann, sehr spät, also weit nach Christus, haben sie gesagt, okay, da feiern wir die Tora. Haben dann Freudentag für die Tora drauf gemacht, was gut ist, was prima ist und freuen sich auch. Und das machen sie, solche Umzüge mit der Tora, alles super. Nur, sie hatten eigentlich schon einen Feiertag für die Tora. Sie wussten nicht, was mit dem Tag ist? Logisch, im alten Bund. Ja, kannst du nicht in die himmlische Hochzeit kommen. Das ist etwas, was für uns ist. Ja, das ist etwas, wo man Jesus in eine lebendige Beziehung kommen kann. Das ist für die Braut Christi. Das ist etwas, was im alten Bund nur vorausschauend war. So. Ein kleiner Überblick über die 7 Feste. Und jetzt schauen wir uns mal das an, worum es heute geht. Nämlich Shavuot, das Wochenfest. Shavuot. Klingt schon so, ne? Shavuot. Halleluja. Dritter Mose 23, 15 bis 21 heißt es. Und ihr sollt für euch zählen, an dem Tag nach dem Schabbat
von dem Tag, an dem ihr die Garbe fürs Schwingopfer gebracht habt. Das ist dieser zweite Tag der Passahwoche. Von dem Tag an sollt ihr zählen. Es sollen 7 volle Wochen sein. Bis zum anderen Tag nach dem 7. Schabbat sollt ihr 50 Tage zählen. Und ihr sollt an eben diesem Tag einen Ruf ergehen lassen. Eine heilige Versammlung soll euch sein. Keinerlei Dienst dabei dürft ihr tun. Eine ewige Ordnung in all euren Wohnsitzen für eure Generation. Also eine unbeschränkt gültige Anordnung. Nach den 7 Wochen am 50. Tag eine heilige Versammlung. Eine heilige Versammlung. Das ist im biblischen Jahreskreislauf kombiniert mit einem Erntefest. Zu Passa wird die Gerste geerntet. Das ist das Erste, was da reif wird. Und es ist absolut verboten, mit der Ernte zu beginnen, bevor Passa ist. Ganz großes No-No. Geht nicht. Also deshalb ist es auch sehr wichtig, dass die gucken, dass sie den Termin halbwegs gescheit legen, weil wenn natürlich dann sonst das ein bisschen spät ist, dann wird es schwierig mit der Ernte. Das zweite Fest ist das Fest, wo der Weizen geerntet wird. Das ist ein interessanter prophetischer Hinweis. Gerste, das war die Speise für die Armen. Oder später hat man es dann sogar den Tieren gegeben. Das war so die Basics. Passa oder Bekehrung ist wichtig, Basic-Versorgung. Okay? Gott sagt, ich habe noch eine bessere Ernte. Da gibt es noch was anderes. Es gibt auch noch Weizen. Und der beginnt die Ernte bei Schawot. Ich will jetzt da keine Theologie draus machen, aber einfach diese Sache, Gott hat mehr für uns. Er gibt was Besseres. Er hat mehr. Wir können uns nach mehr ausstrecken. Das Fest der Weizenernte. 2. Mose 34 heißt es, auch das Wochenfest, das Fest der Erstlinge der Weizenernte sollst du feiern. Es war ein Wallfahrtsfest. Passa, Schawot und das Laubhüttenfest sind Wallfahrtsfeste. Da war es jedem Mann über 20 Jahren in Israel geboten, da bitteschön zu erscheinen. Gemäß dem Wort Gottes stand auf Nichterscheinen zum Passafest sogar die Todesstrafe. Also es gibt keinen biblischen, auch keinen außerbiblischen Hinweis, dass das praktiziert worden ist. Aber man vermutet, dass die so eine Art, wer also da nicht kam, dass der, da gibt es so eine Art Fluch, der ausgesprochen worden ist, und das heißt abgeschnitten werden. Also wer zum Passafest nicht kam, der wurde abgeschnitten. Wir würden sagen, der ist verloren. Der ist vom Heil abgeschnitten. Ja? Gut. Das war das erste Wallfahrtsfest. Das zweite Wallfahrtsfest, nur ein paar Wochen später, war jetzt hier Schawot. Und das war im Grunde genommen Party. Die haben eine riesige Prozession gemacht. Also mit Opfertieren, die geschmückt waren, und Flötenspieler und Tamburine. Löwenbanner. Und sind in die Stadt eingezogen mit Zehntausenden von Pilgern bis zum Tempel. Und es war richtig feierlich. Und gemäß dem Wort Gottes hatte jeder israelische Mann an diesem Tag im Heiligtum zu erscheinen. Nun unterschätzen wir das in der Regel etwas. Es gibt einen Bericht von Josephus, der schreibt davon, von einem Passafest, da wurden 140.000 Lämmer geschlachtet. Für jedes Lamm stehen 10 bis 12 Personen. Da könnt ihr euch vorstellen, wie viele Leute das waren. Das Tempelplateau, hat man ausgerechnet, hat Platz für etwa 400.000 Leute geboten. Deshalb hatten die schon so Schichtbetrieb eingeführt. Die waren super organisiert, was man heute weiß. Tatsache ist, da kamen viele Hunderttausend zusammen.
In der Stadt konntest du sozusagen, da fiel keine Stecknadel auf den Boden. Vollgestopft. Und weil jeder Jude da hinkommen musste, war zu Schabbat auch die Stadt mit Leuten gefüllt von überall, wo die Juden eben gewohnt hatten. Und das waren die, die dann beim Pfingstereignis das gehört hatten. Und gesagt, okay, ich komme von Kreta und ich meine, das waren alles Juden, die sprachen sowieso Hebräisch, ja. Aber sie kannten sozusagen die Fremdsprache in dem Land, wo sie gewohnt hatten. Und haben gesagt, Mensch, die sprechen da diese Sprache. Und überall zeigte sich das. Und das hat die richtig vom Hocker gehauen. Die Stadt war gestopft von mit Pilgern. Und von daher, als dann Pfingsten, das ja Pfingstereignis war, breitete sich das auch blitzartig, explosionsartig überall aus. Die sind immer überall wieder hingegangen, wo sie herkamen. Und das Christentum breitete sich also explosionsartig geradezu aus in der jüdischen Kultur. Überall kamen die entzündeten Gläubigen, Judenchristen, und brachten das Pfingstereignis hin. Die Bibel sagt uns, dass diese heilige Festversammlung ein ausgesprochener Freudentag sein soll. Es soll als Freudentag begangen werden. In der Heiligen Schrift ist die Festtagsfreude ausdrücklich angeordnet. Tja. Da sollst du dich freuen. Ja, nun freu dich doch endlich. Könnt ihr euch mal aufschreiben. 5. Mose 16, Vers 11. Da sagt Gott hinsichtlich des Schabbatfestes, und du sollst dich vor Yahweh, deinem Gott, freuen. Ich meine, das gibt es ein paar Mal, diese Aufforderung, aber das ist richtig keine Kann-Vorschrift, sondern eine Muss-Vorschrift. Du sollst dich freuen. Komm nicht, um dich nicht zu freuen. Es gibt im Judentum sogar Zeiten, da ist es verboten zu klagen, verboten zu fasten, verboten Tote zu beerdigen, einfach weil jetzt ist Freudenzeit. Ganz interessant. Hier jedenfalls, an diesem Tag, ist ein absoluter, hundertprozentiger Freudentag. Alles andere ist verboten. Du sollst dich vor Yahweh, deinem Gott, freuen. Jetzt kommt's. Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und der Levit, der in deinen Toren wohnt, und der Fremde und der Weise und die Witwe, die in deiner Mitte wohnen. Kurzum, alle. Jeder soll sich freuen. Keine Ausnahme. Was interessant ist, nicht nur damals Juden, sondern alle Fremden, auch Knechte, Mägde, Sklaven, alle sollten sich an diesem Tag freuen. Okay, ein echter Freudentag. Vielleicht kriegen wir hinterher noch raus, warum eigentlich. Diese Bibelstelle finde ich übrigens faszinierend. Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und so weiter. Erinnert mich an etwas, was mit Pfingsten zu tun hat. Joel 3, Vers 1 bis 2 heißt es. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Klammer auf, das steht noch aus. Ist noch nicht passiert. Der Geist Gottes ist noch nicht über alles Fleisch ausgegossen. Klammer zu. So, ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen. Eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Visionen sehen. Selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Du siehst, das gehört zusammen. Was Joel hier sagt, gehört zusammen. Das ist Schabbat. Das gehört zusammen. Die Ausgießung des Geistes und die Freude ist ein Package. Ich merke es an eurem überaus freudigen Verhalten, dass die Botschaft angekommen ist. Lasst euch, seid ganz gut. So,
An diesem Tag, der war anders, der hat irgendwie auch in diesen ganzen Festzyklus und alles, was sie da so hatten, hat das irgendwie so nicht ganz reingepasst. Der war irgendwie schräg. Oder wie man so schön deutsch sagt, querch. So, da gab es verschiedene besondere Opfer. Opfer war ja für Juden das Riesenthema. Wann musste was, wie, unter welchen Umständen geopfert werden und fehlerfrei und alles. Ein Riesenjob. Ein Riesending. Weil das war ja noch kompliziert, das Opfer muss ja noch fehlerfrei sein. Produzieren wir 140.000 fehlerfreie einjährige Lämmer. Hey, da könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Industrie war. Okay, gehen wir nicht weiter drauf ein. So, an diesem Schavottag gab es ein besonderes Opfer. Das gab es sonst überhaupt nicht. Kommt ihr nie drauf? Ein Fruchtkorb. Fruchtkorb. Okay. Schauen wir es uns mal an. Im Alten Testament gibt es 7 besondere Früchte, die erwähnt werden. Und das sind die Früchte Israels. Also, 5. Mose 8 heißt es, denn Jahwe, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, die in der Ebene und im Gebirge entspringen, ein Land des, erstens, Weizens und der Gerste, der Weinstöcke, Feigenbäume und Granatbäume, ein Land mit ölreichen Olivenbäumen und Honig. Honig, das Wort, was da verwendet ist, ist Dattelsirup, Dattelhonig, ne? Datteln. Ein Land, in dem du nicht in Armut dein Brot essen wirst, an dem es dir an nichts fehlen wird. Das sind die klassischen Früchte Israels. Und an Schavott ist es noch heute so, dass in Israel die diese Früchte nehmen und so eine Art Gelande um ihren Hauseingang drum machen. Weil irgendwie feiern die diese Früchte. Und das hängt mit dem Opfer zusammen. Da heißt es nämlich in 5. Mose 26 zu Schavott, dann sollst du von den Erstlingen aller Frucht des Erdbodens nehmen, die du in deinem Land einbringst, das Jahwe dein Gott dir gibt, und sollst sie in einen Korb legen. Gibt es sonst überhaupt gar nicht sowas in der Bibel. Und an die Stätte gehen, zu der die Jahwe dein Gott erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Und du sollst sie vor Jahwe, deinem Gott, niederlegen und anbeten vor Jahwe, deinem Gott. Das sind so Sachen, die überliest man immer, wenn man 3., 4. Mose liest, weil irgendwie sagt uns das wenig. Aber da steckt was drin. Da steckt was drin. Die haben nämlich, die Opfernden an diesem Tag, tatsächlich einen Korb gebracht und haben da einfach, was sie eben so hatten, an Früchten reingelegt. Und mit diesem Opferkorb durften sie in einen Bereich hineintreten, der ansonsten absolut verboten war. Da durften nur Leviten rein oder Priester. Da durfte der normale Jude nicht hin. Das war zwischen Altar und dem Heiligsten. Da durfte er nicht hin. Das war im Vorhof des Heiligtums. Aber an Schavott durfte er diesen bunt gefüllten Korb bringen, mit dem, was er so hatte. Und dann hat er das einem Priester übergeben. Und pass auf, dann haben die zusammen diesen Korb hochgehalten, haben den so ein bisschen kreisen lassen. Das war das Schwingopfer. Kein Witz. Das war das Schwingopfer, hat Gott so angeordnet. Und dann wurde das als Opfergabe dargebracht. Was ist denn das Schräges? Hat Gott 1a so gesagt. Ein Schwingopfer. Das Interessante ist, mit dem, was er hatte, ohne Blut, konnte jeder Mann in Israel ganz nah ins Heiligtum rankommen. So nah wie sonst nie. Das ist gut. Es kommt noch besser. Da gab es noch ein zweites Opfer. Mal ein kleiner Rückblick. Beim Passafest steht gemäß Bibel auf den Genuss von Gesäuertem die Todesstrafe.
Wer Gesäuertes isst in dieser Passawoche, muss sterben. Warte mal, habe ich das hier? Nee. Da steht die Todesstrafe drauf. Zu Schawott hat Gott ein sehr interessantes Opfer angeordnet. Das gibt es sonst auch nirgends. Und zwar ein Speisopfer aus frisch geerntetem Weizen. Aus dem wurden zwei Zwillingsbrote gebacken. Und diese mussten gesäuert sein. Mussten gesäuert sein. Und sie mussten als gesäuerte Brotlaibe in den Tempel gebracht werden. 7 Wochen vorher stand da drauf die Todesstrafe. Hä? What's that? Hat Gott sich hier irgendwie ein paar Silben vergessen oder was? Es war das absolut einzigste Mal während des gesamten Jahres, dass Gesäuertes ins Heiligtum gebracht werden konnte, sogar musste. 2 Brote, die eigentlich nicht normalerweise nach unserem Verständnis dem Willen Gottes entsprochen haben, nämlich die gesäuert waren. Sie wurden ins Heiligtum gebracht. 3. Mose 23, Vers 17. Gesäuert sollen sie gebacken werden als Erstlinge für Jahwe. Diese beiden Brote stehen stellvertretend für Israel und die messianischen Juden auf der einen Seite, beziehungsweise für die Gemeinde und die Heidenchristen auf der anderen Seite. Diese beiden Dinge konnten ins Heiligtum gebracht werden, zu Schawott. Das Bild ist sehr interessant. Anders als bei allen anderen Opfern und bei allen anderen Festen, kommt hier, ich sag mal, in Anführungsstrichen, Verdorbenes, Unreines kann zu Gott kommen. Nicht Perfektes, nicht Vollkommenes kann zu Gott kommen. Du kannst ganz nah ans Heiligtum herankommen. Das war ansonsten unmöglich für den klassischen Gottesdienstbesucher. Normale Menschen aus dem Volk können an den Ort der Gegenwart Gottes kommen und in Bereiche gehen, die normalerweise nicht zugänglich sind. Und normales, ungeheiligtes Brot darf ins Heiligtum gebracht werden. Und diese beiden Opfer sind ein Bild dafür, dass wir als ganz normale Menschen, sozusagen als gesäuerte Brote, zum Herrn kommen können. Und das ist Pfingsten. Zu Pfingsten ist die Gegenwart des Herrn ganz nah. Keine Dinge, die man erstmal auf die Latte bringen muss. Und die Gegenwart des Herrn ist ganz da. Es ist der Tag, an dem Gott seinen Heiligen Geist ausgießt auf schwache, unvollkommene Menschen. Die Hoffnung der Herrlichkeit in irdene Gefäße. Unvollkommene, irdene Gefäße. Übrigens schreibt Paulus über dieses Thema, als er über die Beziehung zwischen dem Volk Israel und der Gemeinde schreibt, im Römerbrief. Das ist die Stelle mit den eingepfropften Zweigen und der Wurzel und so weiter. Da heißt es, wenn aber das Erstlingsbrot heilig ist, so auch der Teig. Wenn die Wurzel heilig sind, so auch die Zweige. Das versteht man nicht, wenn man diesen Inhalt nicht weiß. Wenn also dieses Schawottbrot, dieses ungesäuerte Schawottbrot vor Gott heilig ist, dann ist der Teig, nämlich der ungesäuerte Teig, auch heilig. Gott akzeptiert den. Und wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige. Wenn der Herr Israel Gnade schenkt, dann schenkt er auch der neutestamentlichen Gemeinde Gnade. Und das ist absolut interessant bei diesem Schawott und Pfingsten, dass beide Feste sind nämlich Startpunkte, Geburtstagsfeste. Ich nehme es mal vorweg. Zu Schawott ist die Geburtsstunde des Volkes Israels und zu Pfingsten die Geburtsstunde der Gemeinde. Okay,
Aber schauen wir uns erst nochmal das mit dem Gottesoffenbarung zu Schavott an. Ich hatte ja gesagt, es ist ein Fest, wo es um Feuer geht. Gut. Die Juden feiern an Schavott die Gabe des Gesetzes am Sinai, am Gottesberg, am Horeb. Guck, für die ist das so, der Auszug aus Ägypten und der Zug durchs Tote Meer und dann diese Wanderung, bis sie dann da zum Gottesberg gekommen sind, das ist für die tatsächlich, gemäß ihrer Überlieferung, diese 7 Wochen. Ja, das ist dieser Zeitraum von diesen 7 Wochen, an diesem 50. Tag nach dem Auszug. Da war der Tag, wo Mose auf den Berg gegangen ist und die Tafeln von Gott übergeben bekommen hat. Das war der Tag, wo das Gesetz gegeben worden ist. Der 50. Tag war der Tag, wo das Gesetz gegeben worden ist. Die jüdischen Gelehrten haben seit jeher gesagt, erst durch das Gesetz, erst durch die Gabe des Gesetzes wurde Israel zu einem Volk und zu einem freien Volk. Das war ja vorher ein Haufen irgendwie, ich weiß nicht was, Sklaven, wahrscheinlich nicht gut gebildet, gar nichts, man weiß nicht. Aber Gott hat etwas getan, was es bisher noch nicht gab. Er hat höchstpersönlich sein Gesetz gegeben. Das war grandios. Das war absolut wunderbar. Sie haben aus der Hand des allmächtigen Gottes das Gesetz bekommen. Und auch wenn wir als neutestamentliche Christen natürlich wissen, dass das Gesetz nicht vollkommen war, so war es doch etwas Wunderbares, etwas Herrliches, eine Möglichkeit, mit Gott in Kontakt zu kommen. So, an diesem Tag, als das Gesetz gegeben worden ist, war der Geburtstag Israels. Der Tag, wo es als Volk geboren worden ist. Es gilt als der Höhepunkt der Gottesoffenbarung. Jetzt müssen wir uns mal Folgendes vorstellen. Mose war da ja aufgetaucht in Ägypten, nachdem er diese Erscheinung am brennenden Dornbusch hatte. Und da heißt es, der Herr sprach aus dem Feuer. Okay, wie auch immer, dieses Feuer war das Element, was Gott genutzt hatte, wodurch er mit Mose irgendwie kommuniziert hat. Und dann sind sie aus Ägypten raus und dann war da die Feuersäule. Die Herrlichkeit Gottes hat eine Wolke gebildet, die einfach von dieser Schekina erfüllt war. Und die ist so leuchtend und funkelnd, dass sie nachts als wie eine Feuersäule wahrgenommen worden ist und tagsüber wie eine Wolkensäule. Die Gegenwart Gottes war da. Man muss sich das mal vorstellen, jeder von diesen Juden da, der brauchte nur einen Kopf hochzumachen, hat gesehen, okay, da ist die sichtbare Gegenwart Gottes. Wenn man sich das bewusst macht, wird es mit dem Murren irgendwie schon noch ein bisschen schwieriger, ja? Also irgendwie hatten die schon ein Problem, ne? Gott war da und sie nörgeln rum. Also schon irgendwie schwierig. Vielleicht sind wir ja auch so, weiß nicht. Nein, wir sind nicht so. Auf jeden Fall, die Initialzündung mit diesem Dornbusch war mit Feuer verbunden und dann war Gott mit seiner Feuersäule dabei und hat sie geführt. Und dann kamen sie zu diesem Berg. Okay, haben da gelagert, alles prima. So, und irgendwann ist Mose auf dem Berg und bekam diese beiden Tafeln. Ja, das Ganze war eine äußerst überwältigende Erfahrung für die Juden. Das überlesen wir auch manchmal. Da heißt es beispielsweise, 5. Mose 4, Abvers 10, an dem Tag, an dem du vor Jahwe, deinem Gott, am Horeb standst, da tratet ihr hinzu und standet unten am Berg. Der Berg aber brannte im Feuer bis ins Herz des Himmels. Ich finde das eine gewaltige Aussage. Der ganze Berg stand im Feuer
Und sie sagen, irgendwie bis ins Herz des Himmels. Was ist das Herz des Himmels? Der Thron Gottes. Das Herz des Vaters. Vom Himmel, von der himmlischen Dimension, vom Thronraum Gottes. War irgendwie die Gegenwart Gottes auf diesem Berg. Und der Berg stand im Feuer. Hey, zu Moses Zeiten, ein paar Wochen vorher, ein paar Monate vorher, war es ein Busch. Hallo, jetzt war es schon mal ein Berg. Das ist schon mal was anderes. Gut. Das Ganze hat die ziemlich geschockt, weil war nicht so, wie sie sich's gedacht hatten. Das Wort, was hier übrigens für Himmel steht, ist tatsächlich das Wort Himmel. Also Shamayim im Hebräischen. Das ist exakt so zu verstehen, wie wir Himmel sagen. Also einmal Himmel, wie Firmament, aber auch eben Himmel, die himmlische Dimension, die Gegenwart Gottes. Genau so mit dieser Doppelbedeutung ist das hier eingesetzt. Okay. Diese Erscheinung war mit gewaltigen Naturerscheinungen, mächtigen Gewittern, Erdbeben, Feuer und so weiter, sowas von erschütternd, dass die Betrachter die Krise gekriegt haben und gesagt haben, pass mal auf, Mose, mach du das hier für uns, das ist uns hier zu heiß. Das ist uns zu heiß, hier wollen wir nicht wirklich involviert werden, das ist irgendwie nicht für uns. Da heißt es in 2. Mose 19, der ganze Berg Sinai rauchte, weil Jahwe im Feuer auf ihn herabkam. Ich hatte gesagt, Feuer ist das Element der Gegenwart Gottes. Vielleicht kennt ihr die Bibelvers, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das kommt im Alten wie im Neuen Testament übrigens vor. Feuer ist etwas, was Gott symbolisiert. Sehr, sehr segensreich, aber auch völlig zerstörerisch. Irgendwie nicht zu handeln. Ganz genial. Feuer. Und hier geht es noch weiter. Also der ganze Berg Sinai rauchte, weil Jahwe im Feuer auf ihn herabkam. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Und das ganze Volk nahm den Donner wahr, die Flammen, den Hörnerschall und den rauchenden Berg. Als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie, blieben von Ferne stehen und sagten zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Hier steckt natürlich viel drin. Einmal von der Beziehung, die man als Mensch zu Gott haben kann. Hier der alte Bund, du brauchst einen Mittler, nämlich den Mose in dem Fall, den Priester. Im neuen Bund sieht das schon wieder anders aus. Aber das Volk hat auf jeden Fall so oder so gesagt, wir haben hier echten Respekt, wir sind erschüttert, Mose, mach du das. Es war also ein Fest des Feuers. Die Juden haben sich bei Schabbat immer an diese Szenerie erinnert. Ein Fest der Gottesfurcht. In 2. Mose 24 heißt es, das Aussehen der Herrlichkeit Jahwes aber war vor den Augen der Söhne Israels wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges. Das Volk Israel hat das Feuer gesehen. Jeder im Volk hat das Feuer gesehen. Das war nicht irgendwie eine visionäre Erscheinung für ein handverlesenes Grüppchen von Leuten, sondern jeder im Volk, und die waren wirklich nicht, ich sag mal, religiös gebildet über die Jahrhunderte, ja, in der Sklaverei, jeder im Volk hat die Herrlichkeit des Herrn gesehen. Und es war wie ein verzehrendes Feuer, wie die Feuersäule. In 5. Mose 4 heißt es, vom Himmel her hat er dich seine Stimme hören lassen, um dich zu unterweisen. Und auf der Erde hat er dich sein großes Feuer sehen lassen. Und mitten aus dem Feuer hast du seine Worte gehört.
Das ist wie beim Dornbusch. Aus dem Feuer spricht der Herr. Und in Hebräer 12, Vers 29 hatte ich schon gesagt, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Damals am Sinai, da wurde nur die Erde bewegt, Erdbeben. Aber es sollte noch ein ganz anderer Tag kommen, nämlich Pfingsten. Pfingsten ist das, wie soll ich mal sagen, das war das Fest der Gottesoffenbarung im Alten Bund. Pfingsten ist das Fest der Gottesoffenbarung im Neuen Bund, in dem wir leben. Ganz, ganz grandios. Es ist der Tag, an dem der Ruach HaKodesh, der Heilige Geist, ausgegossen wird. Schaut, die Jünger waren jetzt erstmal nach der Auferstehung alle ein bisschen durcheinander. Jesus hat sie dann unterwiesen. Und dann hat er ihnen am Tag der Himmelfahrt, hat er ihnen gesagt, pass auf, ihr bleibt in Jerusalem und ihr wartet, bis ihr die Verheißung des Vaters bekommt. So, vielleicht habt ihr schon mal eine Predigt darüber gehört, dass irgendein Pastor gesagt hat, ja, wer weiß, die hätten da ja jahrelang warten können oder irgendwas. Nee, die wussten, wann die Verheißung des Vaters kommt. Auf dem Tag genau. Das wiederum, kann ich mal kurz erklären, hängt mit dem Sedermahl zusammen. Das Sedermahl, was die gefeiert hatten in den Familien, da gibt es eine wunderbare Tradition. Die gibt es seit der babylonischen Gefangenschaft, die hat schon Jesus so gefeiert. Da gibt es drei Scheiben von den Matzen und die symbolisieren nach unserem Verständnis Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die mittlere Scheibe, Klammer auf Sohn, Klammer zu, wird zerbrochen und wird in ein Leinentuch, zum Beispiel eine Serviette oder sowas, eingewickelt. Die andere Hälfte, und die wird in dem normalen Festablauf dann ganz normal gegessen und gebraucht. Aber diese eine Hälfte von diesem mittleren Matzen in dem Leinentuch wird versteckt. Irgendwo im Haus versteckt. Und später, im Laufe dieser sehr komplexen Zeremonie, dürfen die Kinder ausschwärmen und nach dieser Serviette mit dem Matzen suchen. Im Haus. Und das Kind, was es findet, ruft, ich hab es, ich hab's gefunden. Und dieses Kind, seit über 2500 Jahren, bekommt an diesem Tag vom Vater versprochen, dass er ein Geschenk bekommt. Es bekommt eine Verheißung. Die Verheißung des Vaters für ein Geschenk. Und wann wird das Geschenk ausgeliefert? An Schawot. Jedes Kind in Israel kennt diese Zeremonie und jedes Kind weiß, wenn ich das gefunden habe, kriege ich zu Schawot die Verheißung des Vaters. Als Juden wussten die, okay, an diesem Schawot-Tag, 10 Tage nach Himmelfahrt, irgendwas kommt. Ich glaube nicht, dass die wussten, was kommt. Aber sie wussten, es kommt was. Und es kommt was vom Vater. Und es kommt was, wo Jesus gesagt hat, das, was kommt, ist besser, als wenn ich hier bleiben würde. Also, schon ziemlich gut, ne? Übrigens hat Jesus denen noch so eine Rätselaufgabe mitgegeben. Er hat nämlich, wie ihr in Markus 16 lesen könnt, gesagt, diese Zeichen werden folgen denen, die glauben. Wer glaubt? Ja, alle glaubt. Also sollten das die Zeichen sein, die euch folgen. Okay. Und dann kommt alles möglich mit Dämonen austreiben, Kranke heilen und so weiter. Und in neuen Zungen sprechen. Wir lesen aber in der gesamten Bibel, auch im Neuen Testament, auch nur ein Wörtchen davon, dass irgendwie irgendwas mit Zungen jemals gewesen ist. Ich persönlich glaube, dass die Jünger nicht den geringsten Schimmer hatten, was der will. Was der da sagt. Das hat er zur Himmelfahrt gesagt. Ich persönlich glaube, die hatten keine Ahnung, was auf sie zukommt.
Aber zu Pfingsten, da kam die Verheißung des Vaters. Da kam die Verheißung des Vaters. Dieses Ding mit dem Afikoman ist wirklich interessant. Also so heißt Afikoman, so nennt man dieses zerbrochene halbe Matzen. Ne? Das ist das Afikoman, ist der Begriff, der dafür verwendet wird. Steht eigentlich für Nachtisch. Okay. Und es symbolisiert natürlich Jesus. Ja, Vater, Sohn, Heiliger Geist, gebrochen, in Leinentücher gelegt. Und dann musst du es finden. Und wenn du ihn findest, dann bekommst du die Verheißung des Vaters. Ist so genial. Diese Omerzählung, die an diesem besagten Erstlingsfruchttag beginnt, diese 50 Tage, die gibt es in Israel übrigens wirklich so ähnlich wie bei uns ein Adventskalender. Weil die Kids wissen, okay, dann gibt es ein Geschenk, dann ist das 50 Tage, so eine Art 50 Tage Adventskalender. Und das wird richtig, richtig, richtig gezählt. Ja? Also in Israel weiß jeder, wenn der 43. Tag des Omas ist oder der 27. oder sonst was. Steht in jedem Kalender überall drin. Und wie gesagt, diese Adventskalender gibt es auch. Da ist eine Vorfreude, ein Bewusstsein. Hey, da kommt was. Da kommt was. Pfingsten oder beziehungsweise Schawott, der Tag, wo die Verheißung des Vaters kommt. Grandios. So. Jetzt hat Jesus die Jünger also gesagt, okay, ihr geht nach Jerusalem, da bleibt er und ihr wartet, bis die Verheißung kommt. Die wussten, okay, wir gehen nach Jerusalem, warten bis Schawott. Die Stadt war gestopft voll. Sie waren in einem Raum mit 120 Leuten, was an und für sich schon ein Wunder war, überhaupt so einen Raum zu bekommen. Vielleicht war es der gleiche Raum, wo das Abendmahl war. Wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall, die sind da und warten auf das, was der Herr verheißen hat. Das wundervolle, absolut einzigartige Geschenk Gottes. Völlig einmalig bisher in der Geschichte der Menschheit. Wir lesen im Alten Testament ein paar Mal, dass der Geist Gottes auf Leute kam. Ja? Das heißt einmal, dass Mose Geist auf diese 70 Ältesten, die da das Volk da mit ihm da leiten sollten, da kam der Geist auf die 70. Dann heißt es, und sie weissagten und so weiter. Aber als der Geist weg war, dann weissagten sie nicht mehr. Steht im Alten Testament. Das heißt, das war etwas, das wurde gegeben wie so eine, ich weiß nicht, Befähigung und dann war es wieder weg. Der alte Bund war nicht dafür gemacht, dass der Heilige Geist dauerhaft in den Menschen war. Aber das war etwas anderes im neuen Bund. Apostelgeschichte 2 kennt ihr alle. Als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Das Wort, was hier für Himmel verwendet wird, heißt Uranus. Das ist griechisch. Und ist genauso zu verstehen, wie wir Himmel verstehen. Exakt das Gleiche. Der Himmel als Firmament und der Himmel als geistliche Dimension. Also Gott lässt das ja auch offen. Es kommt aus dem Himmel. Es kommt aus dem Himmel. Schaut, das ist Wind oder wie ein Wind, sagt er, der den Raum erfüllt. Es gibt immer wieder Berichte von irgendwelchen Ausgießungen des Geistes, wo Leute sagen, das war wie Wind in dem Raum. Da war ein Wind in dem Raum. Es gibt Berichte, da ist die Herrlichkeit Gottes, die Shekina im Raum. Die lagert sich da. An dem Tag wurde der Heilige Geist ausgeschüttet.
Es war die Geburtsstunde der Gemeinde. Die Geburtsstunde der Gemeinde. Und zwar war es eine echte Entzündung. Johannes der Täufer hat schon gesagt, Jesus wird euch mit heiligem Geist und Feuer taufen. Er wird euch mit heiligem Geist und Feuer taufen. Der Heilige Geist und Feuer, das gehört immer zusammen. Für neutestamentliche Christen ist das absolute Einheit. Die Feuerflammen, die zu Pfingsten kamen, ein Bild für den Heiligen Geist. Wir strecken uns aus nach diesem Feuer, dieser Feuertaufe. Nach Pfingsten war aus diesem Häuflein verschreckter Jünger, die vorher sich noch gut versteckt hatten, die waren einfach verwandelt. Die wurden richtig kühne Zeugen. Wenn ihr die Apostelgeschichte lest, die haben erstmal die Obrigkeit aber sowas von konfrontiert. Schon in Petrus seiner übrigens äußerst effektiven Predigt zum Pfingsttag sagt er, Jesus Christus und so weiter, und erklärt das so ein bisschen, den ihr umgebracht habt. Hey, das ist nicht sonderlich seeker-sensitive. Ne? Der gibt ihnen die volle Breitseite. Dort, ihr seid schuld, ihr habt ihn umgebracht. Aber den hat Gott als Messias gesetzt. Und wenn du weiter guckst, das geht genauso weiter. Das schlägt er dem Hohen Rat um die Ohren und so weiter. Äußerst konfliktfreudig, würde ich mal sagen. Das Ergebnis war, Zeichen und Wunder geschahen noch und nöcher. Und die Bibel berichtet, dass innerhalb weniger Wochen die ganze Stadt mit dem Evangelium erfüllt war. Die ganze Stadt innerhalb weniger Wochen. Und noch besser ist es, dann breitete sich das aus, weil die Juden waren damals schon sehr international. Und da gab es Stress bei Paulus und Silas in Philippi. Nein, vielleicht auch nicht. Apostelgeschichte 17, Vers 6. Da wird den Aposteln, die kommen ins Gefängnis, und ihnen wird der Vorwurf gemacht, diese, die den ganzen Erdkreis aufgewiegelt haben. Hey, das ist effektive Evangelisation. Die haben innerhalb von wenigen Jahrzehnten die ganze damalige Welt erreicht und richtig in Aufruhr gebracht. Das war effektiv und das geschah in der Kraft des Geistes. Das geschah in der Kraft des Geistes. Es gab Untersuchungen, mal habe ich gelesen, was hat eigentlich die damalige Christenheit, wie soll ich mal sagen, die Position gegeben, dass sie dieses römische monströse Reich wirklich knacken konnten. Und die sind zu zwei Ergebnissen gekommen. Die haben gesagt, erstens, sie haben gesehen, dass die Christen Dämonen austreiben. Und zweitens, sie haben gesehen, wie die Christen sterben. Sie haben gesehen, wie die hingerichtet werden, verfolgt werden und welchen Glauben die haben. Und sie haben erkannt, hey, die haben viel mehr. Das war ein Zeugnis, was dieses römische Reich, was so brutal war, so menschenverachtend und eigentlich ein Terrorstaat, geknackt hat. Und das war das, was mit Pfingsten begann. Eine Handvoll verschreckter, ängstlicher, zögerlicher Jünger, Petrus ein paar Tage vorher noch einen Herrn verleugnet, auf einmal eine Kraft aus Rüstung, die ihn zu einer völlig neuen Person machte. Und das ist das, was für uns gilt, was wir auch brauchen. Okay, ich hatte gesagt, Schawott ist der Höhepunkt der Gottesoffenbarung. Und das gilt auch für Pfingsten. Die Ausgießung des Heiligen Geistes an diesem Tag ist der Höhepunkt der Gottesoffenbarung. Ich lese euch was vor aus Hesekiel. Hesekiel 11, ab Vers 19, da heißt es, prophetisch, und ich werde ihnen ein Herz geben und werde einen neuen Geist in ihr Inneres geben. In ihr Inneres. Das gab es bis dahin nicht, das war prophetisch. Wie gesagt, der Heilige Geist bis dahin nur auf den Leuten. Okay. Und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleisch entfernen
und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Ordnungen leben und meine Rechtsbestimmungen bewahren und sie befolgen. Und sie werden mir zum Volk und ich werde ihnen zum Gott sein. Gott sagt, ich mach was, ich gebe was, ich investiere was. Und das wird euch dazu bringen, dass ihr das, was im alten Bund gefordert ist und was unmöglich ist, erfüllen könnt. In der Kraft des Geistes. Jeremia 31 heißt es sehr ähnlich. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Wisst ihr, als das Gesetz an diesem Gottesberg, dem Horeb, gegeben worden ist, Mose diese höchstpersönlich von Gott beschriebenen Tafeln bekommen hat und wieder runterkam, da traute er seinen Augen nicht. Da tanzte das Volk nämlich ums goldene Kalb. Kalb ist einer der Gottheiten, der Götzenbilder von Ägypten. Und gesagt, Aaron, haben sie gesagt, mach uns einen Gott. Das sollte ihr Gott sein, Yahweh. Aber bitteschön, so dass wir ihn angucken können. Und dann hat er da sich das Gold geben lassen, hat das schmelzen lassen, dann kam das Ding bei raus. Und das haben die angebetet. Und gesagt, das ist Yahweh. Und Mose kam mit diesen Gesetzestafeln vom Berg. Er hatte Gott gesehen. Er hat gesagt, Mensch Leute, da ist die Feuersäule, der ganze Berg steht in Brand und ihr baut euch hier so einen Pimpelkram, eine goldene Kuh, die ihr anbetet. Man muss sich die Szenerie mal vergegenwärtigen. Hey, die braucht nur einen Kopf hoch machen. Da haben sie die Gegenwart Gottes gesehen. Der Berg brannte, jeder hätte hinrennen können. Ich weiß nicht, was passiert wäre, aber er hätte sich Gott nahen können. Vielleicht hat Gott nur darauf gewartet. Das ist dieses Ding, wo Gott sagt, hey, ich gebe das in ihr Inneres. Ich gebe euch ein echtes Herz. Ich gebe euch einen Geist, der in eurem Inneren ist. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Dass das, was die Rechtsbestimmungen des Reiches Gottes sind, wirklich in ihrem inwendigen Menschen ist. Das kann aber kein Mensch machen. Da kann sich anstrengen mit religiösen Kraftübungen bis zum geht nicht mehr. Es ist unmöglich. Das kann nur durch den Geist Gottes geschehen. Es kann nur durch den Geist Gottes geschehen. Und da gibt uns die Bibel ein hochinteressantes Bild. Nämlich als Mose kam, alle die natürlich zusammengestaucht, und dann wurde dieses Kalb da zermahlen. Und der hat es dem Volk zu essen gegeben. Diesen Staub. Und dann berichtet uns die Bibel, dass an dieser Plage 3000 starben. Etwa 3000 Menschen. Etwa 1500 Jahre später war zu Schawot eben das Pfingstereignis in Jerusalem. Der Heilige Geist fiel, schrieb dieses Gesetz, was im alten Bund eben nicht zu halten ist, in die Herzen. Petrus predigt und die Bibel schreibt, 3000 Seelen wurden hinzugetan. Die Message ist glasklar. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Halleluja, Halleluja. Jetzt kommen wir gleich zum Ende. Nicht wirklich. Aber zu einer Sache, die mir sehr wichtig ist. Ich möchte mich nochmal über das Feuer nachdenken. Das Feuer des Herrn. Feuer ist ein Zeichen der Gegenwart Gottes, habe ich gesagt. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wir hatten gelesen, dass Gott selbst im Feuer herabkam auf diesem Berg.
Etwas später haben die dann die Stiftshütte gebaut, gemäß den genauen Vorschriften, Vorgaben von Gott, haben das Heiligtum errichtet und haben dann die Priesterklamotten gemacht und alles, was so eben da beschrieben ist in den Büchern Mose. Und dann kam der Zeitpunkt, wo jetzt der Opferdienst beginnen sollte. Der Startpunkt. Und dann war Aaron als erster Hohenpriester, der sollte jetzt dieses allererste Opfer da mitten in der Wüste, sollte er darbringen. Und Mose und Aaron gingen hinein in das Zelt der Begegnung und als sie herauskamen, segneten sie das Volk. Jetzt pass mal auf. Da erschien die Herrlichkeit Jahwes dem ganzen Volk. Da erschien die Herrlichkeit Jahwes dem ganzen Volk. Und Feuer ging von Jahwe aus und verzehrte es auf dem Altar, das Brandopfer und die Fettstücke. Das ganze Volk, als es das sah, da jauchzten sie und fielen auf ihr Angesicht. Gott selbst hat mit seinem Feuer an diesem Ort der Stiftshütte, die er für sich als Wohnstätte ausgesucht hatte, das Opfer entzündet. Es war Feuer vom Herrn, was dieses Opfer entzündet hat. Die Stiftshütte war der Ort, sehr präzise beschrieben, den Gott als seine Wohnstatt erwählte. Kurz darauf gab es eine negative Story. Weil die das noch nicht so wussten, gab es diese Story mit Nadab und Abihu, zwei Söhne Aarons. Ich weiß nicht was, aber auf jeden Fall, sie haben selber ein Feuer angezündet und wollten ins Heiligtum bringen. Und es heißt, das Feuer des Herrn verzehrte sie. Sie kamen mit fremdem Feuer ins Heiligtum und das hat ihr Leben gekostet. Nun ist da von den Informationen über diesen ganzen Opferzyklus ist noch nicht viel zu dem Zeitpunkt geschrieben gewesen. Also ich würde nicht sagen, dass die was bewusst Verkehrtes gemacht haben. Ihr erinnert euch bestimmt an die Story von dem Typ, als sie die Bundeslade nach Jerusalem gebracht haben. Usa, genau. Der da angefasst hat, um die zu schützen, dass die nicht runterfällt. Der musste auch mit seinem Leben bezahlen. Was ist denn das so schräg? Hey, so schlimm ist das auch nicht. Die mussten mit ihrem Leben bezahlen. Gleichzeitig liest du beispielsweise bei den Söhnen von Eli, die haben da Schweinereien ohne Ende gemacht und den Opferzyklus sonst wie rumgemurkst. Die haben gar nichts gemacht, da passiert überhaupt nichts. Erstmal, wieso ist denn Gott da so komisch? Ja, bei dem einen so überscharf und beim anderen lässt das laufen. Ganz einfach, ganz einfach. Die Antwort ist die Gegenwart des Herrn. Die Gegenwart des Herrn war da, als sie die Bundeslade gebracht haben. Die Gegenwart des Herrn war hier, als sie das fremde Feuer gebracht haben. Zu Elis Zeiten war die Gegenwart des Herrn nicht in der Stiftshütte. Da war gar nichts, da war ein religiöser Zyklus. Irgendwas lief da. Wenn die Gegenwart des Herrn da ist, dann ist die Sache so, dass man mit dem Feuer nicht spielen kann. Da ist Gottesfurcht notwendig. Es geht hier um Gott. Es geht um Gott. Es geht um sein innerstes Wesen, sein Feuer. Jahrhunderte später findet David den Tempelplatz. Auch eine schräge Story, wie er den gefunden hat. Egal, er findet den Tempelplatz. Und Gott sagt, nee, also da sollst du keinen Tempel bauen, weil an deinen Händen zu viel Blut klebt. Aber du darfst das Material sammeln und so weiter. Aber auf jeden Fall hat David an der Stelle, wo der Tempel gebaut werden sollte, einen Altar gebaut. David baute dort Jahwe einen Altar und opferte Brandopfer und Heilsopfer. Und er rief zu Jahwe und der
antwortete ihm mit Feuer, das vom Himmel auf den Altar des Brandopfers fiel. Eieiei. Also Gott hat sich da wieder dazu gestellt. Gott hat gesagt, okay, das ist in meinem Dienst. Das war der künftige Tempelplatz. Der künftige Ort, wo der Tempel ist, war der Ort, den Gott sich ausgewählt hatte, wo er seine Herrlichkeit wohnen lassen wollte. Er war seine künftige Wohnstadt. Die Stiftshütte hat er als Wohnstadt auserwählt, diesen künftigen Tempelplatz. Etwa 40 Jahre später hat dann Salomo den Tempel tatsächlich gebaut. Und er hat den Tempel auch dem Herrn geweiht. Der erste Tempel war gebaut, Eröffnungszeremonie, das allererste Opfer. Als Salomo zu Ende gebetet hatte, so heißt es in 2. Chronik 7, als Salomo zu Ende gebetet hatte, da fuhr das Feuer vom Himmel herab und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Und die Herrlichkeit Jahwes erfüllte das Haus. Und alle Söhne Israels sahen das Feuer herabfahren und die Herrlichkeit Jahwes über dem Haus. Wie bei der Stiftshütte, die gleiche Story. Das Feuer fällt und das Haus wird von der Herrlichkeit des Herrn erfüllt. Und jeder sieht's. Das ist wirklich identisch. Da knieten sie mit dem Gesicht zur Erde. Bei der Stiftshütte heißt es, sie fielen auf ihr Angesicht und beteten an und sie priesen Jahwe. Denn er ist gütig und seine Gnade währet ewiglich. Ihr seht, das ist absolut parallel. Bei der Einweihung der Stiftshütte lässt der Herr sein Feuer und seine Herrlichkeit fallen und bei der Einweihung des Tempels genauso. Etwa 120 Jahre später, nach dieser Tempeleinweihung, ein bisschen andere Story, kommt es zum Showdown am Karmel. Ein bis dahin vollkommen nicht in der Bibel erwähnter, nahezu unbekannter Typ namens Elia taucht aus dem Nichts auf, konfrontiert das Könighaus und sagt, jetzt ist Schluss. Einfach irgendjemand, der gesagt hat, jetzt ist Schluss. Und der aufgestanden ist und sich hat von Gott gebrauchen lassen. Vielleicht ein Wort für den einen oder anderen von uns heute hier. Es kommt zu diesem Showdown, wo er da diesen bewusst, also unverschämten Konflikt geradezu heraufbeschwört. Er sagt, pass mal auf, ich stehe hier als Einzelmännchen und ihr holt da eure ganzen Priester und so weiter und dann wollen wir mal gucken, was hier los ist. Ein bewusst provozierter Konflikt. Okay, und alle stehen da oben. Und dann sagt er, dann ruft ihr, nämlich die Baalspriester, den Namen eures Gottes an. Und ich werde den Namen Jahwes anrufen. Und dann kommt's. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. Da antwortete das ganze Volk und sagte, das ist gut. Waren sie mit einverstanden? Elia hat es drauf ankommen lassen. Ohne Witz, wir lesen in der Bibel nicht, dass Gott irgendwie Elia beauftragt hat. Der taucht aus dem Nichts auf. Elia, der Tischbitter. Das ist alles, was du rauskriegst. Der taucht einfach auf, konfrontiert das Königshaus und sagt, genug ist genug. Der hat eine Kühnheit, die wir auch haben sollen. Eine richtige Pfingstkühnheit. Und er konfrontiert dieses ganze religiöse, monstermäßige System, was das da im Griff hatte und sagt, vielleicht kostet es mich Kopf und Kragen, aber ich werde es darauf ankommen lassen. Ich werde es darauf ankommen lassen. Ich werde es darauf ankommen lassen. Ja.
Und es geschah zur Zeit, als man das Speisopfer opferte, da trat der Prophet Elia hinzu und sprach: Jahwe, Gott Abrahams, Isaak und Israels, heute soll man erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich nach deinem Wort das alles getan habe. Antworte mir, Jahwe, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du, Jahwe, der wahre Gott bist und dass du selbst ihr Herz wieder zurückgewandt hast. Da fiel Feuer von Jahwe herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und das Wasser, das im Graben war, leckte es auf. Als das Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sagten: Jahwe ist Gott, Jahwe ist Gott. Dieses Feuer ist für uns. Dieses Feuer ist das Feuer, was im Alten Bund hier ein paar Mal auftauchte. Stiftshütte, Tempel, Elia, Tempelplatz. Ein paar Erscheinungen gibt es, wo Feuer ist. Feuer vom Himmel, was kommt. Und dann ist dieses Schabbat. Die Jünger sind da und warten und sagen: Herr, was hast du? Die Verheißung des Vaters. Und dann kommt's: Feuer vom Himmel. Feuer vom Himmel. Gott hat sich die Wohnstadt, Stiftshütte ausgesucht, Tempel ausgesucht und jetzt wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind die Wohnstadt Gottes. Er hat sich uns ausgesucht. Und genauso will er deshalb sein Feuer vom Himmel auf uns niederprasseln lassen. Es soll wirklich vom Himmel kommen. Wir hatten so ein Bild, einen intensiven Eindruck. Wir hatten vor ein paar Monaten hier diese Konferenz mit dem Himmelstor. Und da war dieses Tor offen, kann nicht verschlossen werden. Und vom Thron Gottes, vom Inneren des Himmels, strömte eine gewaltige Feuerwalze, ein Feuerflut, ein Strom, ein Feuerstrom durch das Tor hindurch. Und dann haben wir gesagt: das wollen wir, dass jeder Einzelne dieses Feuer für sich wirklich in seinem Leben erlebt, dass dieses Feuer ihn wirklich durchdringt. Wir werden gleich dafür beten. Und dann musst du dich prüfen. Das ist keine leichtfertige Sache. Dieser Usa oder dieser Nabab und der Abihu, die sind, weil sie nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen, umgekommen. Das Feuer vom Herrn, was Elia gebraucht hatte, hat, wie ihr vielleicht wisst, 2x50 Soldaten verzehrt. Da kam das Feuer auch. Das waren einfach Kräfte, die gegen ihn kommen wollten. Das Feuer fiel und hat die vernichtet. Feuer von Gott ist Feuer von Gott. Das ist etwas absolut Einzigartiges. Wenn wir uns danach ausstrecken, wenn wir das für unser Leben haben wollen, wenn wir das brauchen, müssen wir uns bewusst sein, was das heißt. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Es wird uns verzehren. Das ist nicht was mit Bless me. Ich meine mich mir, Herr, segne doch uns vier. Nein, hier geht es um Hingabe, um Opfer. Die Juden wussten, warum sie nicht an den Berg wollten. Sie haben gesagt, das ist uns zu heiß. Aber wir als Kinder Gottes, wir sagen, das kann gar nicht heiß genug sein. Wir wollen genau dahin. Wir wollen genau in diese Gegenwart des Herrn. Wir wollen in diese Herrlichkeit. Wir brauchen diese Herrlichkeit in uns. Sie muss uns durchfluten. Als Jesus über den Heiligen Geist gelehrt hat, sagt er: Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt,
Und das behauptet jeder von uns, der hier im Raum sitzt. Dass er jemand ist, der so glaubt, wie die Schrift sagt. Wenn du nämlich nicht so glaubst, wie die Schrift sagt, dann bist du ein Irrlehrer. Ne? Ganz einfach. Also, jeder von uns beansprucht, ich glaube, wie die Schrift sagt. Dann sagt er, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt? Aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wenn du dieses Erlebnis in deinem Leben noch nicht so fühlst, dann hat Gott mehr für dich. Im nächsten Vers sagt Jesus, oder heißt es, das sagte er aber von dem Geist. Die Ströme lebendigen Wassers, die aus dir fließen sollen, das ist der Geist. Das Wort, was da steht, Leib, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen, was da steht, heißt eigentlich Bauch. Aus dessen Bauch werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wir müssen das mal uns verdeutlichen. Es ist Körper, also wirklich Körper. Und Gott sagt, da fließt der Geist durch. Das heißt, aus der himmlischen Dimension wirkt er durch dich und flutet durch dich hinaus. Er manifestiert sich sozusagen in dir. Der Geist fließt durch deinen Körper. Und das ist etwas, was der Herr tun will. Wo er sagt, legt den Leuten die Hand auf und sie werden gesund. Predigt das Evangelium und die Leute werden sich bekehren. Wie bei der Pfingstpredigt, da heißt es ging ihnen durchs Herz. Es hat sie richtig getroffen. Und da wollen wir uns ausstrecken nach dem, was der Herr für uns hat. Der ist viel, viel, viel mehr, als wir in Deutschland überhaupt, jeder von uns überhaupt nur erahnen kann. Der Herr hat da was für uns. Wisst ihr, wenn jemand wiedergeboren ist, Christ geworden ist, wenn er sagen kann, Jesus Christus ist mein Herr, wenn er eine persönliche Beziehung zu ihm hat, dann ist das etwas, wo der Heilige Geist in ihm drin ist. Er ist eine Neugeburt, ein geistlicher Mensch. Er kann ja gar nicht ohne Heiligen Geist ein geistlicher Mensch werden. Wenn jemand wiedergeboren ist, hat er den Heiligen Geist. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Heilige Geist ihn hat. Wir entscheiden, wie viel Platz wir dem Heiligen Geist in uns geben. Wir entscheiden, wie viel Raum wir ihm geben. Wir entscheiden, ob wir wirklich zulassen wollen, dass er durch uns wirkt und flutet. Wir sind diejenigen, die im Grunde genommen uns hingeben müssen, Opfer, und sagen, Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Der Heilige Geist ist in uns drin und wir geben uns ihm hin, damit er wirken kann, damit sein Feuer durch uns fließen kann, damit seine Herrlichkeit durch uns wirken kann. Das kann keiner für dich machen, das machst du mit Gott. Wir werden dafür beten, wir werden auch gleich eine Ministry-Zeit haben, aber du bist derjenige, der sich ausstreckt nach dem, was der Herr für dich hat. Du bist derjenige, der, wie soll ich mal sagen, diesen Feuerstrom anfassen muss. Ich habe diesen Feuerstrom übrigens gesehen. In meinem Buch über den Himmel habe ich das beschrieben. Das ist sehr schwierig zu beschreiben. Das ist wie Lava, dünnfließende Lava, wie so glitzernd, wie Wind, Wasser, irgendwas, Öl, golden, feurig, ganz eigentümlich, glitzernd. Das ist genau diese Shekina. Und du kannst im Geist das anfassen. Du musst es anfassen. Du musst es in deinem Leben freisetzen. In dir ist sozusagen eine Quelle, die Gott öffnen möchte. In dir ist eine Quelle schon drin. Und Gott sagt, hey, lass Ströme lebendigen Wassers daraus fließen. Weißt du, und da auf dieser Quelle, da können vielleicht Steine oder Felsbrocken oder irgendwas sind. Falsche Vorstellung, falsche Lehre, irgendwelche Befürchtungen, irgendwas, was da sein mag, was dich blockiert. Dann lass einfach zu, dass der Herr das wegnimmt. Oder bitte, Geschwister, die hinterher für dich beten wollen, dass das weggenommen wird, damit du wirklich frei wirst. Aber wir wollen uns ausstrecken und sagen, Herr, wir wissen, du hast die Wohnstadt dir ausgewählt. Und das sind wir. Und genauso wie bei Mose und bei Salomo und bei David und Elia willst du dein Feuer in unser Leben hineingeben. Dass es durchbringt, durch uns flutet, durch uns flutet. Wir sind der Ort, den der Herr als sein Heiligtum erwählt hat.
Steht mal auf. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt einfach mal deinen Nachbar vergisst. Einfach vergisst, ignorierst. Du brauchst ja nicht zu fragen, ob der sich Gedanken macht, was du machst, weil der denkt sich eh nur, was du über ihn denkst. Also vergiss es einfach. Konzentriere dich jetzt ganz auf den Herrn. Es geht hier wirklich um eine heilige Sache. Es geht darum, dass du dich ausstreckst und das, was der Herr hat, völlig neu in dir freigesetzt wird. Völlig neu in dir freigesetzt wird. Du gibst dich hin und sagst, Herr, diese Verheißung des Vaters, die ist in meinem Leben noch nicht so, wie sie sein sollte. Da ist noch mehr. Da ist Luft nach oben. Und ich will da hinein. Ich will da hinein. Mehr von dir. In dem Sinne, dass mehr von dir in meinem Leben freigesetzt ist. Freigesetzt ist. Ich gebe mich dir hin. Und das machst du mit deinem Vater im Gebet. Yes. Konzentriere dich auf ihn. Streck dich aus nach dem Feuer des Herrn. Streck dich aus nach dem Feuer des Herrn. Wenn du in Zungen beten kannst, kannst du gerne anfangen, in Zungen zu beten. Herr, wir geben uns dir in neuer Weise hin. Wir sind es satt, ein kraftloses, mühseliges Christsein zu leben, wo wir so kämpfen müssen. Wir wollen sehen, dass das, was du verheißen hast, in völlig neuer Weise in unserem Leben freigesetzt ist. Du hast uns gesagt, wir werden Kranke heilen und sie werden gesund werden. Du hast gesagt, wir werden Dämonen austreiben. Ja, du hast sogar gesagt, wir werden Tote wieder zum Leben rufen. Das sprechen wir aus, dass das in unserem Leben freigesetzt ist. Wir geben uns dir hin und wir legen auf diesen Altar all das, was wir an Vorbehalten haben, was wir an komischen theologischen Vorstellungen haben, was wir an irgendwelchen Befürchtungen haben, an irgendwelchen Dingen, die vielleicht auch Minderwertigkeit oder Krankenstolz oder alles, was dem im Wege steht. Herr, wir strecken uns nach dir aus und sagen, berühre uns mit deinem Feuer. Komm neu mit deinem Feuer auf uns. Wir brauchen dein Feuer. Wir brauchen dein Feuer, Herr. Wir brauchen mehr, was du in uns freigesetzt bist, dass du durch uns fließt, dass Ströme lebendigen Wassers wirklich durch uns fluten, fluten, fluten. Herr, komm mit deinem Feuer auf uns. Streck dich nach dem Herrn aus. Streck dich nach dem Herrn aus. Sprich zu ihm. Sag, was du im tiefsten Herzen verlangst. Seid nicht leise, sondern streckt euch nach dem Herrn aus. Er hat mehr für uns. Er will uns mehr von deiner Liebe geben. Er will mehr in uns wirken. Gib dich ihm ganz neu hin. Sag, Herr, ich bin dein Kind. Ich gehöre zu dir. Ich habe dieses Afikoman gefunden. Ich will diese Verheißung des Vaters haben, in völliger Weise freigesetzt in meinem Leben. Mehr von dir, was in meinem Leben freigesetzt ist. Du hast mehr für uns und wir strecken uns aus nach diesem Mehr, in dem Sinne, dass du in uns mehr Raum gewinnst, Herr. Wir geben dir unser Leben hin. Wir sagen, nimm es als lebendiges, dir wohlgefälliges Opfer. Wir hören auf mit unserem religiösen Getue. Wir hören auf mit unserem Bemühen, irgendwas da auf die Reihe zu bringen, sondern wir sagen, Herr, wirke du es in uns. Lass Ströme lebendigen Wassers fluten aus uns, die unsere Umwelt, unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, unsere Familien erreichen. Herr, lass es fließen, fließen durch uns. Ströme lebendigen Wassers, Ströme des Feuers, Ströme deines Segens. Lass es fluten.